Wir haben unser Versprechen gehalten. Wir wollten wiederkommen und wir sind wiedergekommen. Nach Sjånes in Nordnorwegen. Viel mehr Norden geht nicht. Es ist eine Stippvisite hier am Tanafjord. Gerade mal 2 Tage liegen vor uns. Diesmal mit im Boot Ex-Fußballprofi Patrick Ovomojela. In erster Linie geht es mir darum, eine coole Zeit zu haben. Ich freue mich tierisch drauf. Das Revier sieht richtig cool aus und hier soll es ja auch richtig große Fische geben. Und ich will endlich einen großen Heilbutt fangen. Denn bisher war das nur ein kleiner Schniepel, den ich ans Band bekommen habe. Und jetzt freue ich mich darauf, vielleicht mal die Chance auf eine richtig große Platte zu haben. Diese Chance könnte besser nicht sein. Erinnerung an unsere erste Tour. Das ist ein Koffer. Das möchte ich mal sehen, wie wir den ins Boot kriegen. Was für eine geile Stelle. Und solche Stellen gibt es hier reichlich. Jetzt müssen nur noch die Fische mitspielen. Alles andere passt. Also, es ist jetzt Mitte August hier in Nordnorwegen. Die Bedingungen sind heute eigentlich sehr gut. Wir haben 12 Grad ungefähr. Richtig schön warm für August. Und vielleicht 2-3 Windstärken. Also können eigentlich alles machen heute. Und werden natürlich auch versuchen, alle möglichen Fischarten mal anzugreifen heute. Auf los geht's los. Ich versuche es jetzt einfach mal mit einem neuen Räuberjig. Etwas kleineres Modell mit integrierten schönen Drilling. Ist nicht ganz so groß, weil ich glaube, dass der für die etwas kleineren Heilbutte besser zu schlucken ist. Ich habe so ein, ich weiß gar nicht, 30, 35 cm Curly Tail, ich weiß nicht, wie der genau heißt, in Rot-Orange. Ja, und hoffe mal, dass das den ein oder anderen Heilbutt überreden kann. Viele der interessanten Stellen liegen nur ein paar Bootsminuten vom Anleger entfernt. Und selbstverständlich könnt ihr hier nicht nur mit Platten rechnen. Feines Ding schon mal, hä? Ist doch richtig für die Küche. Der wird schmecken. Petri. Danke. Was uns mittlerweile gar nicht richtig schmeckt, das wechselhafte Wetter. Aber es ist, wie es ist. Ich habe auf meiner App gesehen, dass hier im Fjord es eine Stelle gibt, wo es vorher richtig, richtig tief ist, so 100 Meter, dann geht es hoch auf 50, so ein klitzekleines Plateau und relativ schnell wieder runter auf 90. Das heißt, das Wasser muss da über diesen Berg so ein bisschen rüber, Strömung, und wir erwarten uns da so ein bisschen Fische. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Ja, unglaublich. Wir waren hier eigentlich auf der Jagd nach schönen Dorschen und bei 60 Meter Wassertiefe kam dann der kleine Freund an den Haken. Ich dachte erst, der wehrt sich überhaupt gar nicht. Was passiert da? Was ist das? Ja, und zur Überraschung kommt mein erster Rotbarsch. Ich glaube sogar ein ganz, ganz niedlicher. Ein ganz kleiner ist es nicht. Ich freue mich sehr drüber und kann wieder einen Haken machen. Auf den Räuberjig, ne? Jo. Allerdings ist der Räuberjig fast zu groß wie der ganze Fisch. Trotzdem schön, Petri. So, da haben wir nochmal eine gute Stelle gefunden, ne? Ja, genau. So einen kleinen Berg, 50 Meter rundherum abfallend. Und hier scheinen sie zu stehen. Wir hatten jetzt so ein bisschen Spaß an der Route. Sogar ein Dreifach-Drill. Und wir machen die Kiste jetzt erstmal ein bisschen voll. Nee, das ist kein... Das ist was anderes. Ja, lass uns mal überraschen. Ein bisschen dauert es noch. 15 Meter. Patrick, gutes Händchen für die Stellenwahl, wa? Ja, nur weil ich aus euren Videos so viel gelernt habe, deswegen natürlich. Aber es war halt vielversprechend. Es waren Plateaus dabei, kleine Berge. Alles spielte sich so zwischen 25 und maximal 60 Metern ab. Immer wieder Höhenunterschiede. Und hier stehen die Fische.
Allerdings ist es in diesem Fall ein schöner Köhler, der sich mächtig schwer gemacht hat. Schönes Ding, ne? Schönes Teil, ne? Echt hübsche Fische, ne? Ich sag mal Petri. Ja, richtig klasse. Dankeschön. Ja, erster Seelachs. Geil. Erster Seelachs. Yummy, yummy. Petri, großartig. Dankeschön. Ein paar Sätze zum Gerät, das recht schmal ausfallen kann. Tackle-Schlachten müsst ihr hier oben nicht schlagen. Das heißt, eigentlich würde eine Rute voll und ganz ausreichen. Ich habe hier eine 20 bis 30 Pfund Rute kombiniert mit einer mittelgroßen Multirolle. Achtet darauf, dass es wirklich eine qualitativ hochwertige Multirolle ist, dass es eine Multirolle ist, die eine gut funktionierende Bremse hat, die was kann. Bespult das Ganze mit einer 0,22er geflochtenen Schnur, so 0,22 bis 0,25 setzen wir hier ein. Also dieses Gerät reicht eigentlich voll und ganz, damit seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Dazu ein paar große Gummifische bis ungefähr 400 Gramm. Und fertig gepackt ist das Gepäck für Nordnorwegen. Für heute packen wir es auch. Eure Fische könnt ihr hier übrigens direkt im Hafen versorgen. Und nur ein paar Meter weiter liegt die toll ausgestattete Wohnung, ausgelegt für 6 Personen. Schönen guten Morgen zusammen. Nächster Angeltag hier in Schornis und heute werden wir unser Boot tauschen gegen diesen schicken Kutter, den ihr hier im Hintergrund seht. Unser Vermieter ist nämlich nicht nur unser Vermieter ist auch Fischer. Der nimmt uns heute mit raus und wir sind wahnsinnig gespannt, was passiert. Der Kahn gluggert schon im Hintergrund. Auf geht's! Die Spots, die wir anfahren wollen, lassen sich natürlich auch mit dem kleineren Boot erreichen. Aber... Ja, das ist mal was anderes, ne? Jetzt wollen wir hoffen, dass wir mit dem größeren Boot dann auch die richtig großen Fische fangen. Schön wäre es auf alle Fälle, denn es ist der letzte Tag und die letzte Chance. Der nordnorwegische Spätsommer, der meint es auf alle Fälle schon mal gut mit uns. Und, wie sich schon nach kurzer Zeit zeigt, nicht nur der. Fisch. Vielleicht ist es diesmal der Butt. Ja, der ist gut. Oh, der will nicht. Lässt sich nicht viel machen. Das kann noch ein paar Minuten dauern. Die Rute ist mächtig krumm und wir sind uns immer sicherer. Hier hängt definitiv Patricks erster kapitaler Heilbutt am Band. Ja! Und der macht mächtig Druck. Ah. Nochmal die ganzen 80 Meter runter. Hat richtig, richtig Schnur und auch schnell. Man konnte ihn nicht stoppen. Die Bremse war nahezu zu. Schöner Drill. Dafür sind wir hier. Aber geil. Geiler Spot, geiles Revier. Oh. Also wirklich erster Stopp, erstes Ablassen, paar Mal jiggen, 3 Meter hochkurbeln. Und da ist die Keule. Ein richtig, richtig guter Fisch. Aber nochmal großes Bangen, denn Patricks Schnur hat sich mit der Schnur unseres Captains verfangen, inklusive Gummifisch. Zum Glück geht alles gut, wir können die Platte sicher landen. Sauber! Geil! Geil! Sauber, hä? Was für ein geiler Fisch. Mega, aber auch mega schwer. Letzter Gang. Ja! Oh. Jetzt kannst du mir aufklatschen. Was soll ich sagen? Ey? Ich bin auch ganz schlapp. Kein Wunder bei so einem Fisch. Und das ist der Erfolgsköder. Wie sich zeigt, hatte Patrick gleich doppelt Glück. Deshalb ein kleiner Tackle-Tipp.
So, ein kleines, aber feines Detail bei der Heilbutt-Angelei ist folgendes. Beim Patrick hatte sich eben der Einhänger hier gelöst. Ob das jetzt im Drill passiert ist, bei der zweiten Flucht oder bei der Landung, lässt sich nicht mehr ganz nachvollziehen. Der Fisch hatte sich ein bisschen eingedreht und das war wahrscheinlich auch gut so. Auf alle Fälle war der Einhänger auf und eine andere Variante ist diese hier, indem ihr einfach zwischen den Wirbel und dem Köder einen Sprengring schaltet. Das ist sehr, sehr sicher, sehr, sehr stabil. Mit der entsprechenden Sprengringzange lassen sich die Köder, die Gummifische, auch ratzfatz wechseln. Das ist wirklich eine Geschichte von ein paar Sekunden und damit habt ihr wirklich eine sehr, sehr stabile Verbindung. Wir fischen weiter und können noch den ein oder anderen schönen Dorsch überlisten. Ein weiterer Butt lässt sich leider nicht verführen, aber für die Kürze der Zeit sind wir absolut zufrieden und unser Gast ist es auch. Also wir hatten eine richtig gute Zeit, glaube ich, im Endeffekt, haben ein tolles Revier hier direkt vor der Haustür gehabt. Es war klasse, auch heute nochmal die Chance, mit dem etwas größeren Boot des Vermieters rauszufahren. Im Endeffekt haben wir eine Menge Fische gefangen, eine Menge verschiedener Fische gefangen. Es war eigentlich alles dabei, was wir wollten. Es hätte ein bisschen mehr sein können, das geht immer. Aber ich denke, dass gerade heute mit dem großen Heilboot auch für mich zumindest ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen, hier oben macht es richtig Spaß. Und deshalb steht natürlich auch schon unser nächstes Versprechen. Shaunes in Nordnorwegen wird uns auf alle Fälle nochmal wiedersehen.